Freunde, was geht ab? Ich hoffe, alles klar bei euch. Bei mir ist auch alles klar und ja. Ich komme gerade von der Schule, hatte heute nur 3 Stunden Schlaf, bin übertrieben müde und kaputt. Und was steht heute an? Ein Vlog. Freunde, heute wird ein Making-of gedreht, bezüglich März neuem Musikvideo. Und da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Meldet schon bei Feld, die Freunde. Da werde ich jetzt auch hinfahren. Und Mert meinte mir gerade auch schon, dass sie richtig müde sind und die Nacht durchgemacht haben. Ich glaube, da holen wir erstmal eine Runde Schlaf nach. Das Problem bei mir ist, ich habe kein Navi. Alles wird über mein iPhone 5 laufen, der bei 30% sofort ausgeht. So, Freunde, wir haben die Autobahn verlassen. Ich warte einfach seit 10 Jahren an irgendeiner Ampel. Danke nochmal, Feld. Ich habe in meinem Leben noch nie so lange auf eine scheiß Ampel gewartet und ich bin immer noch nicht durch. Achtet mal. Ich habe keinen Bock mehr. Noch 5 Kilometer bis zum Ziel. So, ich bin angekommen, todmüde. Feldi ruft mich einfach alle 2 Minuten an. Ich kann nicht auf mein Navi hören. Er wundert sich, wo ich bleibe. Überall scheiß Ampeln. Ihr habt alle gesehen, Freunde. So, wo wohnen die nochmal? Wo ist nochmal dein Haus, Digga? Wie, wo bin ich? Salam alaikum. Ich sag, oder halt ich geh direkt pennen. Ich geh auch schlafen, oder? Ich hab auch nur 3 Stunden geschlafen. Alter. Was geht ab? Ja, wo schlafe ich jetzt? Hier. Wie hier? Freunde, wir sind inzwischen aufgewacht. Ja, wir fahren noch mit deinem Auto, oder nicht? Nein, Mann, ich fahre noch nicht hier mit Auto. Er hat gesagt, wir fahren mit deinem Auto. Hey, nein, auf gar keinen Fall. Wir fahren jetzt nicht mit deinem Bus schlafen. Ich schlafe mir noch. Bis gleich, Ferdi. So, Freunde, wir gehen jetzt unsere Sachen einlagern. Bei Feld dem Auto. Das ist das erste Mal, dass ich nicht hinten in der Mitte sitze. Ja, okay. Und der wollte als erster in die Mitte. Guck, wie er lacht. Guck mal, Augen sind weg, er ist Chinese geworden. Er ist der indische Jackie Chan. Übernehmen wir bitte den Kanal und sag, was wir jetzt vorhaben. Nein, oder? Ja, Leute, wir haben gleich ein Video drehen. Haben wir was vor eigentlich? Wir treffen uns natürlich 7 Stunden vor dem Videodreh, was sehr sinnvoll ist. Was geht ab? Lange kein Video mehr von mir. Ich mache jetzt einfach bei Jan, ist eh selbe Kanal. Also it's Jan Brock TV. Wir gehen jetzt Burger essen. Ich lade die Jungs mal ein. Boah, danke. Boah. Geil. Ja. Erstmal, er hat schon Schock. Also, gelogen. Es ist gelogen. Also was? Mert? Also er gibt uns aus mit meinem Geld. So meinte er das. Ah, ich muss noch Sparkasse, Digga. Guck mal, da fängt schon wieder an. Da ist Sparkasse, hier. Okay, Freunde, dann sehen wir uns im Burgerladen wieder. Jungs, so sieht das Ganze also aus. Jetzt ist mein dicken Mert-Burger. Warum nennen wir das jetzt aber Mert-Burger? Ich bin nicht dafür. Nein. Ich will extra einen anderen Burger haben. Man wird direkt mit so einem Burger begrüßt hier, Jungs. Boah, das war so krass. Ich dachte, der wäre echt, ne? Von draußen. Baba? Ich schwör alles. Ey, was ist das, Digga? Das ist mein Burger, Digga. Meine Kreation, Alter. Warum erinnert mich das aber so krass an SpongeBob? Ich will einfach einen Krabbenburger. Nimm mit dieser Soße, Bruder. Boah. Das ist ehrlich, Hayat, Leute. Ja, Bruder, mein Zahn. Hayat-Merch ist in der Beschreibung. Geil. Schön. Dankeschön. Ey, Digga, was ist für eine Amok-Soße? Ich schwöre, die Soße ballert. Beiß mal in deinen Burger, ich will das viel. Boah. Beiß mal in deinen Burger. Da gibt dann Pommes uns ab. Weißt du? Und wie ist? Hayat? Ey. Ich hab noch nie so einen geilen Burger. Jedes Mal, wenn ich hier esse, ich denke mir, ich komme nie wieder, weil ich so voll bin, aber am nächsten Tag ich komme wieder. Wallah, ich bin so full. Nur du bist full, wir nicht. Wir nicht. Wir nicht. Wir sind nicht full, nur du bist full. Gestern war ich ja mit Boyan hier. Heute nochmal mit Jan. Er hat dieses Video gesehen. Er dachte sich direkt, nochmal kommen. Auf jeden Fall, Bruder, danke für die Einladung diesmal. Wer hat die Burger gemacht, Bruder? Bruder, ich nicht hier, der Chef hat die Burger. Bruder, wallah, diesmal haben die echt gut geschmeckt, Bruder. Ja. Hey, willst du dir mal einen Pulli geben? Ja, normal, willst du einen? Steht da drauf. Ja? Passt nicht, Bruder. Shop ist in der Videobeschreibung. Freunde, wir sind in Dortmund angekommen. Hier sind jetzt ein paar Locations für März neues Musikvideo. Bei einer Location darf ich leider nicht aufnehmen. Killer M ist jetzt auch angekommen. Ich gehe ihn jetzt mal überraschen. Der sucht uns gerade bestimmt der Arme. Immer wenn ich dich sehe, hast du die Kamera in der Hand, Bruder. Was machst du da? Müssen wir keine Hand geben? Ne? Also. Hallöchen. Mach gerne dreimal, Bruder. Wie geht's, Bruder? Ja, Bruder, ich bin nur vorbeigekommen, um deine Kamera zuzugeben. Ne? Danke. Mach's gut, ne? Ciao. Passwort vom Kanal schickst du mir noch, ne? Ja, perfekt. Was geht ab? Hier ist Killer M mit Afghan unterwegs in Dortmund. Wir sind gerade angekommen am Drehplatz. Fürs. Was bist du eigentlich? Fürs. Ach, das ist der, den ich immer in der Beschreibung hab, ne? Der zweite Link immer, wo ich die Ah! Oh mein Gott. Nein, Spaß, gib mir die Kamera zurück. Die Jungs sind da hinten. Wer ist denn alles da überhaupt? Feldi.
Matt, Farhat und Matt. Was du da fällt, du hast einen Plan vergessen. Ja, kennt ihr dieses Lied? Ja, ich flieg über die Stadt. Ja, ich flieg über die Stadt. UFO 361, beste Album, Bruder. Gib mir Props. Mach mal ein Beat kurz. Bruder, du bist Famer, als wir alle sind. Alpha Films, bester Mann. Wie viele Kameramänner seid ihr bei Alpha Films? Achso, nur du. Was machen wir jetzt bis 4 Uhr? Ja, ey. Vlogs drehen. Wir drehen 20 Vlogs. Leute, das Ding ist, wir können erst um 4 Uhr anfangen zu drehen, also das Musikvideo. Und wir haben, wie viel Uhr haben wir? Wir haben 11.30 Uhr. Sagen, zack, und danach direkt von diesem Boden aus auf dich im Casino. Haben wir so angefangen. Ja, was haben wir jetzt hier vor? Ja, Bruder, wir drehen jetzt für ZDF die Dart, die Billard-Shows. Ja, Leute. Ich bin seit 80 Stunden wach, Digga. Nur du bist seit 80 Stunden wach. Ja, Bruder, warst du heute in Köln oder ich? Ja, aber im Endeffekt hatte ich auch nur 3 Stunden Schlaf heute. Noch nicht. Dingsdau. Bruder, ich kann einfach keinen Schlaf. Wer macht auf diesen Dingsdau? Ich will nur eine Sache machen. Ich mich komme nirgendwo rein. Immer so zwischendurch komme ich so rein, mache einmal so, 0. Dann mache ich so 1. Das ist diese im Video ist versteckte Nummer, Telefonnummer. Für schlaue Frauen. Machen wir so, Bruder. Ja, so, warte, wie du willst. Oh, wir machen Making of. Hol dir mal mehr. Sag mal, ob ich ein Junkie aussehe. Gib mal. Komm alle hier hin. Das sagen alle YouTuber, die irgendwas veröffentlichen wollen. Ach Quatsch, du siehst gut aus. Zum Mittel oder? Ja, Jungs, komm mal hier näher jetzt. Das wird, komm, nicht komm, ich bin zusammen hier am Tisch. Ja, okay. Alpha Music. Also dann gehst du. Mit wem? Mit Matt und René. Mit Matt und René geht ihr dorthin. Ey, das auf meinen Tisch. Wer ist dann dort? Jan und Freddy? Hättest du noch wieder dann? Egal, Bruder, Hayat. Hayat, Hayat immer Support. Jungs, weißt du, er muss Montag und Jan, gell? Ja. Ha? Hier machen wir irgendwelche Infos. Scheiße, ja. Bruder, was soll ich Infos machen? Ich fick diese Infos. Aus jetzt hier. Wir müssen uns konzentrieren. Die Jungs von Street Cinema machen schon Stress. Das Video hat 80.000 Euro gekostet. Ja, ciao. Kennst du direkt auf seinem Vlog? Bruder, Mert, toll. Hier haben wir schon 2 Autos aufgestellt. Einmal da, einmal hier mit den Rückleuchten. Mit den Bremsleuchten, sorry. Und ja, Freunde, mein Job ist es einfach jetzt in diesem Musikvideo auf die Bremse zu drücken. Damit Mert meldet das. Danke, ne? Jetzt folgt ein kleines Tutorial, Freunde. Ich zeige euch, wie man bremst. Einfach nur den Fuß hier drauf machen. 5.33 Uhr, Bruder. Ey, Mert, wohin? Heißt übrigens auch Mert. Silvester nachfeiern. Echt? Ja, Mann. Cool. Aber bald ist doch wieder Silvester. Warum feiern wir es nach? Warum feiern wir es einfach nicht vor? Weil wir cool sind. Und weil wir 5.30 Uhr haben und nicht klar denken können, richtig? Richtig. Gut. Allah. Yeah! Bruh. Geil, Alter. Ey, das sieht auf der Kamera so heftig aus. Darf ich auch mal halten? Yeah! Voll geil, Digga. Jetzt kann ich die Leute im Stadion verstehen bei den türkischen Spielen. Ich werde ein Hooligan! Ja, Digga, was passiert hier? Kann man das noch stoppen? Nein, Digga. Was machen wir hier? Alles gut, das ist nur, keine Ahnung. Können ruhig weitermachen. Das ist nur ein Furzen. Kaufen Sie jetzt eine Bengalo bei mir im Hayat-Shop. Okay. Das war's schon? Und dafür habe ich 1000 Euro gezahlt? Okay, ciao. Ciao. Wie lange kann man noch aufnehmen? 3 Minuten. Warte, hallo. Immer zwischendurch, ich muss Video filmen. Ich hab nur 3 Minuten aufgenommen. Gibt euch. Kauft Hayat, Bruder. Ich komme jetzt immer im Video. Kauft Hayat. Kannst du einmal kurz erklären, was dieses Hayat bedeutet? Dieses Hayat bedeutet Leben, Bruder. Und Bojan, du weißt ganz genau, wie das Leben ist, oder? Dann lass. Ja, nochmal. So. Einfach kaufen, Mann! Freunde, wie viel haben wir? Also mit Freunden meint die Zuschauer, nicht euch. Wir sind keine Freunde, ich will hier nur schlafen. Wir haben 9.14 Uhr, immer noch nicht geschlafen. Ich bin auch am Überlegen, Freunde, ob ich jetzt schlafe
und die Jungs einfach machen lasse und danach nach Hause fahre, oder ob wir jetzt wirklich hardcore reinscheißen, ob wir immer noch wach bleiben und gleich zu der nächsten Kulisse fahren. Bruder, ich mach grad so sexy eine Aufnahme von dir. Ja, gut. Also, die warten auf uns. Ja, Freunde, ein neuer Tag, ein neuer Penny. Ich hab keinen Bock mehr. Wir haben 3 Stunden geschlafen. Ich wollte eigentlich nach Hause fahren, aber dieser junge Herr, dieser andere junge Kerl, zwingt mich überall mitzukommen. Hab ich kein Leben? Wo sind wir gelandet, Mann? Hey! Geht das nicht laut, Mann? Hör mal, was du tust! Hey, ich hab durchgemacht! Kopf ist eh am Platzen. Er macht noch auf voll. Er sagt, ich hab die Laufzeit.